In diesem Video soll es um den Erwartungswert und die Standardabweichung gehen. Das heißt, wir wollen die Kenngrößen aus der Statistik in die Wahrscheinlichkeitsrechnung übertragen. Dazu gucken wir uns zwei Würfel an. Einmal einen normalen Standardwürfel. Den nennen wir Würfel 1. Die Zahlen sind so verteilt, dass die gegenüberliegenden Flächen immer eine 7 ergeben. Also unten haben wir eine 6, hier auf der linken Seite eine 5 und hinten steht eine 4. Und wir haben einen zweiten Würfel, der ist quaderförmig. Und die Zahlen sind genauso verteilt, die gegenüberliegenden Seiten ergeben zusammen eine 7 und diesen Würfel nennen wir Würfel 2. Für diese Würfel ergeben sich Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Und zwar gibt es die Werte, die erreicht werden können. Das sind einmal die Zahlen von 1 bis 6. Und dann gibt es die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Einmal die Zufallsgröße x1, das beschreibt die Wahrscheinlichkeiten von dem blauen Würfel. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsgröße x1 die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 annimmt. Bei einem Standardwürfel ist diese Wahrscheinlichkeit immer ein Sechstel. Und bei dem roten Würfel haben wir eine andere Zufallsgröße x2 und die Wahrscheinlichkeiten dafür, die Zahlen 1, 2, 3 und 4, hängen davon ab, wie groß die Flächen sind. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine 1 würfeln, ist größer als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine 2 bekommen und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine 3 bekommen, ist dann am kleinsten. Ich denke mir jetzt Wahrscheinlichkeiten aus. Also die 1 möge mit der Wahrscheinlichkeit 3 Zwölftel, die 2 mit der Wahrscheinlichkeit 2 Zwölftel und die 3 mit der Wahrscheinlichkeit 1 Zwölftel vorkommen. Dann muss die 4, die sich da hinten befindet, auch mit der Wahrscheinlichkeit 1 Zwölftel, die muss mit der Wahrscheinlichkeit 1 Zwölftel vorkommen, da die Fläche gegenüber der 3 genauso groß ist. Die 5 hat die Wahrscheinlichkeit 1 Zwölftel, weil die 5 gegenüber der 2 liegt. Und schließlich die 6 ist unten und die Fläche ist genauso groß wie die Fläche der 1, also ist die Wahrscheinlichkeit 3 Zwölftel. So, die Grundidee ist, wir wollen alles, was wir aus der Statistik schon wissen, auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung übertragen, und das Wichtigste für uns ist, dass wenn wir ein Experiment unendlich oft wiederholen, sich die relativen Häufigkeiten für ganz große Anzahl der Wiederholungen wie die Wahrscheinlichkeiten verhalten. Also wir nehmen eine Zahl n und das ist die Anzahl der Würfe. Dann passiert mit den relativen Häufigkeiten Folgendes. Die werden sozusagen zu den Wahrscheinlichkeiten. So, ein Mittelwert wird dann zum Erwartungswert. So, den Erwartungswert bezeichnen wir mit μ. Und damit wir jetzt nicht durcheinander kommen, weil die Standardabweichung in der Statistik und die Standardabweichung in der Wahrscheinlichkeitsrechnung teilen sich den Namen, deshalb sprechen wir ab jetzt in der Statistik von einer empirischen Standardabweichung. Und diese wird in der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu der echten Standardabweichung.
und diese bezeichnen wir mit Sigma. Was wir jetzt machen müssen, ist einfach die Begriffe zu übertragen. Den Mittelwert haben wir berechnet, indem wir die Werte, die vorkommen können, mit den relativen Häufigkeiten multipliziert haben. Hier müssen wir die relativen Häufigkeiten durch die Wahrscheinlichkeiten ersetzen. Also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit des Wert, der Wert 1 muss mit seiner Wahrscheinlichkeit multipliziert werden. Der Wert 2 muss mit seiner Wahrscheinlichkeit multipliziert werden. Das gleiche gilt für alle anderen möglichen Werte. Und wenn wir k Stück davon haben, ist ein letzter Summand das Produkt von dem Wert k mal seine Wahrscheinlichkeit. Und in unserem konkreten Beispiel würde es so aussehen: Für den blauen Würfel hätten wir einmal den Wert 1 mal die Wahrscheinlichkeit des Wertes 1 plus 2 mal die Wahrscheinlichkeit von 2 plus 3 mal die Wahrscheinlichkeit von 3 plus 4 mal die Wahrscheinlichkeit von 6 plus 5 mal die Wahrscheinlichkeit der 5 plus 6 mal die Wahrscheinlichkeit von 6. Und wenn man alles aufaddiert, bekommen wir den Wert 3,5. Das bedeutet, wenn wir einen Würfel unendlich oft würfeln, würden wir im Schnitt eine 3,5 würfeln. Für den roten Würfel haben wir folgenden Erwartungswert: die 1 mal die Wahrscheinlichkeit der 1 plus die 2 mal die Wahrscheinlichkeit der 2 plus die 3 mal die Wahrscheinlichkeit der 3 plus 4 mal die Wahrscheinlichkeit der 4 plus 5 mal die Wahrscheinlichkeit der 5 plus 6 mal die Wahrscheinlichkeit der 6. Und lustigerweise ist dieser Wert auch 3,5. Liegt daran, dass der Würfel eine gewisse Symmetrie aufweist. Die gegenüberliegenden Seiten ergeben eine 7 und sind auch gleich wahrscheinlich, sodass aufgrund dieser Symmetrie bekommen wir immer die Hälfte der 7. So, für die Standardabweichung müssen wir wieder die Begriffe aus der Statistik durch die Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung ersetzen. Das bedeutet, wir müssen die relativen Häufigkeiten durch die Wahrscheinlichkeiten ersetzen und den Mittelwert durch den Erwartungswert ersetzen. Dann haben wir die Wahrscheinlichkeit des Wertes 1 mal den Wert 1 minus den Erwartungswert zum Quadrat plus alle anderen Konstellationen, also die Wahrscheinlichkeit des Wertes 2 mal 2 minus Erwartungswert zum Quadrat und so weiter. Und das Ganze endet mit der Wahrscheinlichkeit des letzten Wertes mal den Wert minus den Erwartungswert zum Quadrat. Und die Wurzel daraus, konkret für unsere Beispiele, haben wir die Wahrscheinlichkeit des Wertes 1 mal 1 minus den Erwartungswert zum Quadrat plus die Wahrscheinlichkeit des Wertes 2 mal 2 minus den Erwartungswert zum Quadrat plus und so weiter. So, dann müssen wir noch die Wurzel ziehen und erhalten die Standardabweichung von 1,71 ungefähr. Und der gleiche Spaß für die Wahrscheinlichkeitsverteilung des zweiten Würfels. Dann haben wir die Wahrscheinlichkeit der 1 mal 1 minus den Erwartungswert plus die Wahrscheinlichkeit der 2 mal 2 minus den Erwartungswert zum Quadrat plus die Wahrscheinlichkeit der 3
mal 3 minus Erwartungswert in Klammern zum Quadrat plus die Wahrscheinlichkeit der 4 mal in Klammern 4 minus Erwartungswert, also 3,5, alles zum Quadrat plus die Wahrscheinlichkeit der 5 mal 5 minus 3,5 zum Quadrat plus die letzte Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit für die 6 mal 6 minus Erwartungswert zum Quadrat. Am Ende ziehen wir auch die Wurzel und erhalten 1,98. Und wenn man sich das genau anschaut, ergibt es auch Sinn, denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine 1 bzw. eine 6 würfeln, ist bei dem Rottenwürfel größer. Das bedeutet, dass wir auch im Schnitt eher von dem Mittelwert abweichen. Also dieser Würfel wird mehr um den Mittelwert streuen und das sehen wir auch bei der Standardabweichung.